Ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Wir starten heute im Main-Team, weil wir letztes Mal gerade im Dialog gestoppt hatten. Nicht lange, nachdem wir die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition durchgespielt haben. Abgesehen von der Bonus-Story, die es vermutlich nicht geben wird, was aber auch ist auch nicht so mein persönlicher Lieblingsteil. So. Später wollte ich unbedingt auch nochmal in Pokédex gucken. Ah ja, was ich inzwischen auch weiß, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich nur ein Pokémon dabei habe, kann ich den Beutel öffnen. Bevor jemand fragt, wo Fragezeichen man ist, der ist in seinem eigenen Haus Gingy etwas essen. Nachdem mein Pokémon wieder in die Welt kam, wusste ich, dass es Zeit war, um zu schauen, was los ist. Und ich fand mich im Haus von Gingy wieder, aber niemand war hier. Anscheinend ist im Moment keiner zu Hause. Mal sehen, was sie für einen Plan ausgeheckt haben, um Missing No loszuwerden. Warum ich jetzt erst handle, liegt daran, dass Missing No sonst was bemerkt hätte. Was sehe ich da? Missing No in eine fehlerhafte Welt locken und... Ja, Günther macht ihn dann kaputt. Super Plan, aber gibt wohl einen Haken. Wie mir Missing No erzählt hat. Yep, mein Name ist Missing No. Danke für die Hilfe, Pixelmatch. Was? Warum Hilfe? Jedes Mal, wenn du eine Welt verlassen hast, hast du mich stärker gemacht. Und nicht nur das, du zerstörst mit deinem Rausgehen ständig neue Welten. Anscheinend gibt es einen Schlüsselcharakter in jeder dieser Dimensionen. Und wenn einer davon gestorben ist, löst es die Dimension auf. Bedeutet, wenn Missing No Günther zuvorkommt, könnte er alle auf einen Schlag erledigen. Das muss ich verhindern. Sie wurden gerade zum Gildenmeister ernannt. Und ich weiß auch schon wie. Ich werde sowas wie Sicherheitskopien von der Gilde erstellen. Mit dem gleichen Weg, wie Missing No entstanden ist. Ich hoffe, diese Kopie, Pixelmatch bleibt damit in dieser Dimension und erstellt Sicherheitskopien, um die Welt von Günther vor der Zerstörung zu bewahren. Und jetzt, was im Trailer passiert ist. Das ist so ewig her, Alter. So, dieses Kostüm ist sehr praktisch, es schützt uns vor einem Hacker. Ja, was du nicht sagst. Ich hätte niemals gedacht, dass wir es schaffen, dieses Experiment zu stoppen. Aber nun sind wir bereit und ich bin froh, dass wir alle retten können. Ich hab's dir gesagt. Aber es gibt ein Problem im Plan. Plan? Nein, das Einzige ist... Es schickt uns zurück nach Sinister Woods. Aber mach dir keine Sorgen darüber. Dadurch kommen wir wieder in unsere Welt. Der Trailer, Alter. Das kennen wir ja auch alles schon. Ich bin echt gespannt, wie nah es jetzt ans Finale geht. Und vor allem bin ich gespannt, ob wir irgendwie nochmal bei die Truppe um Nagi sehen werden. Pixelmatch, warum verfolgst du mich? Mir ist egal, ich folge dir weiter. Vielleicht findest du das, was du suchst. Also versuch mir nachzulaufen. Komm, folge mir. Warum sind wir auf einem Yu-Gi-Oh-Kartenfeld? Und warum lösen wir es nicht einfach mit einem Duell? Wie ich das einfach schon vorher wusste. Yay. Kurz mal hier. Wieder auf keine Frage mit Ja antworten. Ich kann möglich. Es kann kein Ende ohne mich geben. Ja, die Musik wurde letztes Mal, glaube ich, schon geclaimed als... Also jetzt in Form von, ich kann es nicht monetarisieren und das kann ich aus Gründen sowieso nicht. Scheint, als würden wir jetzt noch ein bisschen mit Pixelmatch weitermachen und das Ding ist leicht stark. Aber... 2 Hits reichen, wenn es jetzt keinen Boost kriegt. Oder mich nicht tötet, was ich aber... Ja.
Das müsste es sein. Jawohl. Kann gut sein, dass die Musik dann wieder einen Clan kriegt. War in einer anderen Folge bisher schon so. In diesem Projekt. Ich glaube. Ja, Fragezeichen Man Game, das Vorspiel da. Da war das. Die letzte Bosskampfmusik. So, das dürfte jetzt kein Problem werden. Ich hatte in dem Kopf, dass der Kampf tatsächlich sogar ein bisschen schwerer war. Aber ich habe mitbekommen, dass anscheinend das Ende dieses Spiels sauschwer sein soll. Und wenn ihr euch an Ultra Necross mal erinnert, okay, der war auch, nach dem, was ich inzwischen erfahren habe, schon ziemlich stark. Vor allem, stimmt, das hätte ich gerade machen können. Ich sollte meinen Pokédex gucken. Ach, da steht halt nichts drüber. Ich wollte den Beweis haben, dass das Typing falsch war, aber ihr habt es. Hallo? Danke. Ihr habt's auch alle gesehen in dem Battle gegen Ultra Necrozma. Ihr habt es alle gesehen. Mir war langweilig. Du darfst jetzt noch nicht die Sicherheitskopie erschaffen. Hat's gerade geklopft. Muss ich mir eingebildet haben. Warum? Der Virus würde in dieser Zeit wütend werden. Wir müssen in eine friedliche Zeit reisen, wo du sie einfach erstellen kannst. Wie? Ich hab zwei Celebi, Digga. So schaffte es Pixelmatch, die Sicherheitskopien zu erstellen. Und seine Story endet. Ich bin wieder da. Ist was passiert? Wer sollte bitte bei der offenen Tür reinkommen können? Alle? Wir sind jetzt übrigens beste Freunde. Zeitreisen, Habibi. Was kapiert ihr? Sterbe ich, wie ich es in meiner Geschichte geschrieben habe? Oder werde ich noch leben können, weil ich mich an alles erinnern kann, was passiert ist? Vielleicht ist es mein Schicksal. Du bist doch Günther. Günther, gib mich auf. Warte mal, wenn er was gemacht hat, damit ich mich noch festhalten kann, werde ich das tun. Jagel, was passiert hier? Welten starten sich zu verschmelzen. Das heißt, wenn die Welten sich verschmelzen, setzen wir alles auf Günther. Ja, wenn er überlebt, überleben alle Welten und der Virus wird nicht stärker. Ich bin zu Hause. War das alles ein Traum? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich probiere es nochmal. Eventuell war nur Funkloch. Dann glaube ich, hat mir angeregt, dass das Günther war. Wenn er jetzt anruft, weißt du, was du zu tun hast, oder? Fragezeichen, nein. Ich hoff's. Günther ruft an. Okay. Nachdem Ladecke verschwunden ist, um Günther nicht zu beunruhigen. Ladecke, ist alles in Ordnung? Ja. Bin ich froh, du glaubst nicht, was ich geträumt hab. Ich muss auflegen, es ist fertig. Gönn dir, Brudi. Anscheinend ist alles in Ordnung, ich muss wohl überreagiert haben. Daraufhin genießt Günther seinen Alltag, bis die Weihnachtsfanfiction passiert ist. Eben eigentlich, wie schon mal erklärt, auch nicht zur Virus-Edition Lore passt. Fragezeichen, er ist einfach verschwunden. Der kommt wieder. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß, dass man zu Weihnachten immer sehr beschäftigt ist, doch ich muss dich unbedingt was fragen. Ist unheimlich wichtig. Also ist alles wahr, was du über dieses Silberdorf geschrieben hast? Warte. Dieser Kleinkind-Sprite soll ich sein. Ich nehme persönlich! Ja, natürlich ist es wahr. Du vermisst Ladecke? Woher weißt du das? Ich bin nicht blöd. Außerdem vermisse ich auch jemanden aus einer anderen Welt. Die Welten sind getrennt, die Verbindung nicht. Die Verbindung ist zwar da, aber es gibt nur einen Ausgang. Einen Eingang habe ich noch nie gefunden. Ich habe keine Idee. Wir fragen, ach nein, wir spielen die Weihnachtsfanfiction. Einfach den Weihnachtsmann aber uns nach Silberdorf bringen kann. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Okay.
So, wir schreiben den Weihnachtsmann einen langen Brief. Das heißt, wir spielen jetzt die Weihnachtsfanfiction. Oh Gott. Lieber Weihnachtsmann, wir hätten da einen Wunsch an dich. Wer die nicht gesehen hat, die findet ihr inzwischen auch auf diesem Kanal, seit bei Fragezeichen Man die Inhalte gelöscht wurden und ich einige Videos re-uploadet habe, bei denen er meinte, es wäre schön, wenn die auf YouTube bleiben würden. Deswegen, die findet ihr. Ist auch gar nicht so schlecht geklickt, soweit ich weiß. Ja, kannst du bitte hier uns nach Söderdorf bringen, Günther und Fragezeichen, man. Du kannst nicht mit dem Namen unterzeichnen, das muss schon der richtige sein. Okay, aber nicht gucken. Wir schicken darauf den Brief ab und warum legen sie Fallen aus? Warte, wenn er es eine Schnur betätigt, löst es eine Falle aus, damit der Weihnachtsmann den Brief uns. Was? Was war dieser Lichtfunken? Warte mal, wir sind draußen. Warte mal. Neben mir liegt ein eingefrorenes Kanimani. Heißt es, wir wurden angenommen? Hol mich hier raus! Ich bin ein Star! Oh, ich begann zu schießen. Okay, bisschen an falsch. So Physik, ne? Ich versuche mal meinen Laptop zu schieben. Es funktioniert. Ich begann Günther zu schieben, um ihn zu enteisen. Ich fand dabei keine Pokémon, keine Stadt. Ich verlor selber die Kraft. Das kann nicht das Ende sein. Mir fiel aber noch eine Idee ein. Ich setzte mich auf Günther, den Eiswürfel, und begann mit Aquaknarre nach vorn zu donnern. Ich schaffte es bis in eine Stadt. Das kann doch nicht sein. Ich war so kurz davor, alle Pokémon wieder zu treffen. Ich fiel um. Ich merkte nur, ich war in der Stadt angekommen. Welches war, wusste ich nicht. Okay, wir sind jetzt. Ich wusste gar nicht, dass es irgendeinen Fleck in der Weihnachtsfanfiction eingibt, in dem man besser Text einbauen könnte. Günther hat kein Haus. Oh, du bist also auch wieder wach. Was ist passiert? Ich habe euch beide gerettet. Danke, Floink. Ja, nach einer kurzen Vorstellrunde. Woher kennst du mich und was macht ihr beide da draußen? Ich kenne dich von Günther, wir suchen Silberdorf. Ja. Schön. Wo lebe ich sonst? Weißt du, ob Lord Ecke in der Stadt ist? Nee, es fehlt jede Spur von ihm. Er ist losgezogen, um dich zu finden, Günther. Und das ist auch wieder gegen die Virus-Edition Lore. Ich liebe es zu klugscheißen. Wenn im Moment die Zeit ist, in der Lord Ecke weg wäre, dann wäre Floink auch weg. Der ist ihm sofort gefolgt. Wo bist du, Lord Ecke? Ich muss dich auch was fragen. Ist zufällig ein Cellist in der Stadt vorbeigekommen? Ja, es hat nach irgendwas gesucht und wonach weiß keiner. Aber es hat an jedes Haus geklopft und sich dann entschuldigt. Glaubst du? Nee, ich denke nicht. Weißt du, wo das Cellist hin wollte? Zur Knüppelhof-Gilde, glaube ich. Wir müssen zur Knüppelhof-Gilde, Günther. Ihr solltet vielleicht einen Schneesturm abwarten. Nee. Warum so plötzlich? Soll ich das verraten, aber hier müsste ich euch leider alle umbringen. Ich muss jetzt losfleuen. Zufälligerweise stand da ein Schlitten. Ja, dann kam dann Pokémon dazu. Moinsen Günther. Ich weiß nicht, was du hier für eine Scheiße machst, aber ich komm mit! Ich kenne mich mit Scheiße aus! Hey, wir kamen sehr schnell in Schatzstadt an und fanden die Gilde. Alle schlafen. Die schlafen nicht, die sind alle in Albträume gehüllt. Was? Wie konnte das alles hier passieren? Wieso konnten wir das nicht verhindern? Wo bist du, Mark? Tu das nicht. Geistesblick. Was? Dass du auf diese Täuschung reinfällst, ist köstlich. Günther, verpiss dich! Nee, kein Bock. Oh, moinsen Darkrai, Diggi. Jetzt pennt er auch. Darkrai, wie bist du hergekommen? Das geht gar nicht. Das ist auch nur du. Es war auch dein Wunsch, der mich mächtiger werden ließ.
Ich werde mit jedem Albtraum stärker. Hättest du dir nie gewünscht, wieder in die Menschenwelt zurückzukehren? Nur dann noch leben. Ich wollte halt meine Freunde wieder in der anderen Welt sehen. Gunther zum Beispiel. Warte, kannten wir uns überhaupt aus der Pokémon-Welt? Oder, warte. Zeittechnisch. Diskutieren wir es nicht. Ich werde dich jetzt umbringen. Finde ich super. Ja, chill. Gib mich auf. Plötzlich gab es einen Feuersturm. Wer? Wer zum Fick bist? Du willst meinen Namen wissen? Kennst du nicht mehr ab? Wenn du mich noch einmal so nennst! Okay, Apo. Es heißt Red! Man muss das hier echt nicht mit der wahren Ölzeit verbinden. Alter. Gönn dir Hydro-Pumpe. Aua. Bring wir ihn um. Oh, Bosskampf gegen Darkrai? Ja, Bosskampf gegen Darkrai. Wirklich? Wirklich? Das sind dieselben Stats, die ich nach dem Final Battle gegen die dunkle Macht hatte. Ist das ein Joke? Ich wurde nicht geheilt oder sowas. Die Sache ist die. Der Kick ist auf Level 6. Mann, Darkrai, du bist wirklich ein ernstzunehmender Feind. Man merkt schon, in der Virus-Edition bist du fast genauso stark wie hier. Ihr habt immer noch nicht gewonnen. Wäre auch ein bisschen einfach. Oh nein, er regiert sich. Darkrai for President. Wir müssen die Genmitglieder retten. Wie? Wir müssen die Verbindung stärken, die auch dich geweckt hat, Günther. Als du gespürt hast, dass ich hier bin. Günther, Lev, Ecke und Mark machen die Augen zu. Hey, gut, dass ihr hier seid. Es gibt keine unbesiegbaren Pokémon. Ja, Darkrai sowieso nicht. Der lässt sich jetzt an einer Hydro-Pumpe wegballern, verdammte. Leute. Ich kann mir bei Whirlpool kaufen. Leck mich, Plauder Guy. Ist das ein Fußabdruck? Boom. Was? Was war denn das von Dickdri? Ihr seid alle wieder wach, yay. Oh, hi Günther in der Ecke. Na, Apollet. Jetzt noch was zu sagen. Mein Name ist nicht Apollet. André. Endlich ist es vorbei. Darkrai ist tot. Der Wachmeister nahm ihn fest. Alle waren fröhlich und ausgelassen. Man merkt, dass es nicht Virus Edition Lore ist. Darkrai festnehmen würde die Reihe leicht verändern. Ich meine, ich denke für alle, die das Main-Film sehen, ist ja kein großes Geheimnis, dass er in der Virus Edition 4 den Hauptantagonisten-Spot einnimmt. Darkrai wird man nicht so leicht los. Vielen Dank, mein Eckhardt Günther. Und du bist? Ich bin Marc. Hi, Marc. Wir machten eine riesige Weihnachtsfeer. Darkrai und Zorak feierten friedlich im Gefängnis. Es waren alle da, bis auf Chillast. Du findest ihn schon. Danke. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen. Ja, die Krabben haben damals Blasen geblasen. Die haben in der Sonne geglitzert. Doppelpunkt O. Und wir versprachen, hier ein Retterteam zu bilden. Wo warst du so lange? Ich war nur kurz Zigaretten kaufen! Wäre scheiße, wenn ich es ihm sagen würde. Spätestens Chillast hier war, gleichzeitig aber auch nicht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. What the hell did just happen here? Wir waren im Silberdorf, das war kein Traum. Wir müssen uns doch beim Weihnachtsmann bedanken. Das ist nicht unser Brief. Marc und Günther, ich habe keine Ahnung, wo Silberdorf ist.
Heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt, aber nächstes Mal ein bisschen weniger Glühwein vielleicht hier zu Weihnachten. Ho, ho, ho. Wer weiß nicht, wo Seedorf ist. Egal, wir waren dort und konnten mit allen feiern. Das ist doch das Beste. Stimmt. Und eines Tages finde ich dich, Chillast. Mark hält einen Pokéball in die Höhe. Ich komm auch wieder, Lord Ecke. Irgendwer musste ja. Da, ne? Den restlichen Tag feierten wir zusammen, dann nahmen wir Abschied. Und damit ist die Weihnachtsfanfiction rum. Jetzt geht's woanders weiter. Günther, du bist zurückgekommen. Meine Weihnachtsgeschichte hat funktioniert. Würde mich stark wundern, wenn ich an die Wahl aus. Wir haben nicht viel Zeit, ich habe dich durch meine Weihnachtsgeschichte zurückgebracht. Hier, nimm das Skript in die Pokémon-Welt. Warum sollte ich die Geschichte ändern? Hui, oh, Missing bekommt das Skript und kann jetzt die Geschichte ändern. Währenddessen bei Lord Eckchen Silberdorf. Ein Darkrai, das Apoet heißt. Das kommt mir alles bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Was passiert hier? Und es geht hier weiter. Spielt, nee, gespielt. Natürlich. Günther. Warte mal, was ist das? Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Der Brief ist von Günther. Warte, es ist. Irgendwas ist komisch. Obwohl ich die Ereignisse, die draufstehen, lesen kann und. Es kommt mir vor, als hätte ich es schon vorher gekannt. Ich schreibe mal das letzte Kapitel. So, jetzt werde ich. Das, was ich von der Geschichte. Wenn ich das verstehe, gibt es einen Weg, Günther zurückzuholen. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun, dass Lord Ecke das weiß. Ich hoffe, dass Günther wiederkommt. Hier begann ich Nachforschung anzustellen und fand heraus, dass im Ozean ein Land liegt, das keinen Namen hat. Aber alle nennen es das dunkle. Oh, spielen wir jetzt noch die Bonus-Episode! Wirklich, ich hab keine Ahnung, wie mir die Leute immer so eine super Wegbeschreibung geben können, wenn noch ein. Das habe ich nie behauptet, dass da nie jemand war in der Virus-Edition. Es ist ein anderer Kontinent. Es ist einfach ein anderer Kontinent. Wo auch viele normale Pokémon leben. Ich habe nie behauptet, dass dort nie jemand war. Ich muss mich konzentrieren. Dort soll es laut der Legende eine Höhle geben, in der sich regenbogenfarbige Kristalle beginnen. Die Höhle der Regenbogenkristalle. Irgendwo anders, sagt. Fragbucky, hat irgendjemand Kristalle im Geheuer gesagt? Dies in diese Einspiel. Diese Kristalle sollen für den, der sich als würdig erweist, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen. Am besten breche ich heute Nacht auf, bevor ich wieder selbst Gespräche führe. Ich hoffe, der Wächter findet mich würdig. Obwohl eigentlich, warum nicht? Ich hab halt Welt gerettet, so. Ah ja, bevor ich es vergesse, ich sollte auch aufschreiben, das wäre praktisch tatsächlich. Und den anderen sage ich nichts, sonst verderben die mir mein Solo-Abenteuer. Die würden mich aufhalten wollen. 4 Stunden später nach einem Unfall mit Lapras. Warte, wollt ihr nicht gerade erst noch überhaupt in der Nacht aufbrechen? Es sah doch noch nach hellstem Tag aus. Und dann müsste er ja erstmal nach Schatzstadt, was ja auch nochmal mehrere Stunden Laufweg ist, um dann mit Lapras übers Meer zu fahren. Okay. Aber ich glaube, die Zeitverhältnisse spielen hier etwas anders. Ich meine, wenn er auch eine Sekunde braucht, um ein Kapitel reinzuschreiben, ist wohl Zeit etwas anders berechnet. Warte mal, ich hatte einen Absturz wegen einem Gewitter bei Labrasin und jetzt. Wo bin ich hier? Ah, eine Hol ein, ha ein Holzhaus, denke ich mal. Nah bei Wasser, man hört die Wellen. Der hat mich gerettet. Ach, bitte sag mir irgendein cooles, legendäres Pokémon. Oh. Ich bin enttäuscht. Hey, du bist gerade aufgewacht. Wie fühlst du dich? Ich bin enttäuscht. Du bist nicht legendär. Ich meine, danke, dass du mich gerettet hast. Naja, du wurdest ja halt am Strand angespült und ich hab dich dann hierher gebracht. Ich bin Hydropi übrigens. Und ja, ich bin ein richtiger Charakter. Genau das ist er. das weiß ich. Ich bin Lord Ecke. Warte. Oh, Lord Ecke. Ich werde wichtig.
Ja, gut. Du wirst wichtig für diese Bonus-App, für diese Bonus-Story. Und danach verlierst du irgendwie jegliche Relevanz. Ich schwöre euch, Hydropi wird noch relevanter in der Walross-Edition. Ich schwör's euch. Kommst du aus dem Nachbarland? Ja, der will krasse Geschichten von mir hören. Ich hab gehört, was da passiert ist, aber das hat wohl jeder. Ich bin ein größer Fan! Dann verdanke ich dir, dass ich noch hier bin. Ja. Sag mal, wo ist dein Günther? Hab ich was Falsches gesagt? Ich mach mich gleich vor meinem Vorbild lächerlich. Seit wann ist Hydropi-Fanboy? Meine Freunde wissen nichts davon, aber du siehst aus, als wäre jemandem, dem man sowas anvertraut. Wenn du das so schreibst, klingt das voll seltsam, Fragezeichen, man. Also, folgendes ist los. Und jetzt bist du in die Hülle der Regenkristalle zu finden. Aha. Dann hast du großes Glück, ich kenne die Gegend hier wie meine Westentasche. Ich bin ein Pokémon, ich trage keine Weste. Warte, also weißt du jetzt, wo die Höhle ist? Ja gut, kein Wunder, dass sie einen Namen hat. Wie gesagt, dieser Kontinent ist durchaus bewohnt. Punkt. Ich habe nie behauptet, dass er unbewohnt ist. Eher im Gegenteil. In der Walross Edition 2, im Latias Bonus Episode, wurde ja gesagt, dass sie die vorletzte Wächterin der Höhle der Regenbogenkristalle war. Und sich dafür im Sumpfland für einige Zeit aufhielt und dort auch zum Beispiel in Dörfern Kontakt mit einigen Leuten hatte. Und allein das heißt ja, das Sumpfland, der Sumpfkontinent, ist bewohnt. Die Reise finde ich nicht so ungefährlich, aber ich denke mal, dich stört das nicht. Habe ich ihn verscheucht? Kapitel 2b. Ein Wiedersehen. Wir sind durch viele Gegenden gereist, bis wir an der Höhle ankamen. Das alles zu beschreiben wäre sehr cool. Ich bin aber zu faul. Ein Fliegen dauert. Deswegen sind wir auf... Okay, der Baumstamm ist ein bisschen lang und sieht aus, als wäre es auf Minecraft. Ich bin hier drüben, du kannst rüberkommen. Wird schon niemand diese Brücke... Ich hab das Gefühl manchmal, ich bin hier in der Parodie drin. Okay. Ich bereue alles. Was? Das ist das Tolle. Ich habe die Geschichte wieder als Spieles geschrieben. Und ich verstehe gerade nicht, was im Spiel passiert. Die Welt spielt in der Ecke fort, aber er wird gerettet. Dank der Rettung, Leute, hat mich im Schatten verfolgt. Bin ich wohl gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Alles okay, Lord Ecke? Ja, was machst du hier? Vor allem, das ist jetzt so... Ach stimmt, das ist das Raumzeitparadoxon. Jetzt ergibt es einen Sinn. Missino hat die Geschichte umgeschrieben mit der ganzen Weihnachtsgeschichte und allem drumrum. Und dann ist stattdessen das hier passiert. Es ergibt nun alles einen Sinn. Ich habe Zuckungen. Was zur Hölle machst du? Ich dachte, du seist in Silberdorf. Wie kommst du her? Wollte ich erst vor kurzem besuchen und deine Haustür stand offen. Ich wurde misstrauisch und als ich nachsah, war alles verwüstet. Einige Aufzeichnungen zur Höhle der Regenbogenkristalle lagen am Boden. War nicht schwer rauszufinden, wo du hin willst. Und Lapras hat mir alles erklärt. Ich bin mir gefolgt und hab den anderen nichts gesagt, um deinen großen Moment zu zerstören, denn mein Aufbruch war kurzfristig. Die kommen auch ohne uns zurecht. Aber woher weißt du, dass dir lang muss? Hast du geraten? Nö, ich hab ein Pokémon getroffen, das hat mir dann halt gesagt, wo ich hin muss, ne? Ich kann doch nicht meinen größten Fan im Stich lassen. Ja, da kommt er schon. Ach, warte, ihr seid beste Freunde, so ganz zufällig, nicht? Irgendwie nicht ganz. Vielleicht zweitbeste. Dieser Sam ist immer noch Flanks bester Freund und das war er immer. Trotzdem, Servus Flank, was passiert dir? Sorry, ich wollte mich noch verabschieden, aber
Ich hab nie mal das hingekriegt, tut mir leid. Dachtest du, ich wäre sauer auf dich? Weiß schon, was passiert ist. Du musst dich nicht entschuldigen, außerdem muss ich mich eher bedanken, du hast ein wichtiger Teil zur Rettung der Welt beigetragen. Jeder weiß, dass ich gefangen genommen wurde. Not approved! Leben. 10 Minuten Diskussion später. Schön, dass ihr euch nicht gegenseitig die Schuld gebt. Können wir jetzt endlich weiter, verdammt! Wir wollen Winter nicht warten lassen. Die Bonusgeschichte hat gerade mal... Ich überlege gerade, wie viele Seiten. 8, wenn überhaupt. Oder nee, ich glaube, 10 Seiten müssten es ungefähr sein. 10 Seiten, vielleicht ein bisschen weniger, hat die Bonusgeschichte. 48 hatte die gesamte Hauptstory. Wie hat sich der Baumstamm gelöst? Wahrscheinlich ganz zufällig durch einen Schatten. Okay, das wird keine Gefahr darstellen. Weil Baum! Ja, genau der. So, wir sind jetzt in der Höhle. Die hat krasse Einsturzgefahr. Wenn jemand von euch eine Säule berührt, werden wir sterben. Dauert aber nur 20 Minuten, deswegen pass auf, wo ihr hintretet. Woher weißt du das alles? Was? Reden wir nicht drüber. Er wurde nie wieder gesehen. Ach so, aber die Höhle hat sich wieder aufgebaut. Kann die Natur sowas erschaffen? Was ist Natur? Ich glaube, das würde Lord Ecke nicht fragen. Wahrscheinlich weiß Natur, wie man Ballen baut. Irgendwas ist hinter mir. Ganz bestimmt kein Schatten. Hahaha, ich mach's interessanter. Oh, Säule! Oh nein. Kommt raus da. Sag mal, seid ihr ein bisschen blöd? Ich bin hier schon seit ein paar Tagen. Ist vielleicht unlogisch, aber... Ich wusste, dass ich euch hier finden werde. Wie kommst du her, dieser Samen? Du ruinierst Lord Eckes Auftritt, Digga! Du bist nicht zurückgekommen, bin ich euch halt gefolgt. So, an dieser Stelle machen wir für heute einen Cut. Nächstes Mal werden wir dann wohl die Bonus-Episode fertig spielen. Ich bin gespannt, wie seltsam es noch wird. Und wie es bald weitergeht. Bis dann und ciao.